Ja, Leute, willkommen zurück zur Nostalgic Edition. Die Nacht des Raben, Gothic 2. Ja, ich habe mal eine Frage an euch. Und bitte nicht vergessen, zum Schluss vom Filmchen. Es geht ja darum, dass ja schon neue Versionen hier für... Ich muss mal mich einmal umsehen. Stimmt ja, damit das hier eingekascht ist. So, jetzt läuft es flüssiger. Es geht ja darum, dass ich hier in der Version 1.2 spiele. Mittlerweile gibt es ja schon mehrere Versionen. Und ich bin nicht so der Fan von, ich spiele jetzt mal eine alte Beta-Version oder eine Beta-Beta. Sondern ich habe mal die Frage an euch insgesamt, soll ich denn hier in der 1.2-Version denn weitermachen? Das wäre meine Frage an euch. Und ich hoffe, ihr schreibt mir dazu etwas. Das wäre gut. Wenn ich nämlich die neueste Version nehmen würde, also wenn die 1.5 rauskäme. Ich habe nämlich im neuesten Blog schon gelesen, ja, es ist sehr viel geändert worden. Es ist sehr viel schöner gemacht worden oder sonst irgendwelche Geschichten. Ja, das würde ich euch alles ganz gerne zeigen. Nur geht das hier irgendwie nicht, weil ich in der 1.2 spiele und schon so weit gespielt habe, dass es müßig ist, die ganze Zeit noch was neu zu spielen. Leere den Krug in einem Zug. Ach ja, das war bei Akils Hof. Zugang zum Kloster. Ja, das würde mich auch interessieren. Ich weiß gar nicht, wie ich mal weitermachen soll hier an dieser Stelle. Ist ja schrecklich. Leere den Krug in einem Zug. Bevor ich hier so planlos durch die Gegend laufe, will ich doch mal gucken, wie wir hier denn alles haben. Hey, cool, die sitzt da breitbeinig rum. Ey, die sitzt voll breitbeinig, ey. Breitbeinig. Gucken, kann ich mich... Werte Dame, entschuldigen Sie bitte, dürfte ich mich an Ihren Tisch setzen? Das sind doch alles nur Gerüchte. Was gibt's Neues? Ich hoffe, dass die Miliz endlich herausfindet, warum die Bevölkerung von Korinis immer kleiner wird. Man muss ja Angst um sein Leben haben, wenn man so hört, dass schon so viele vermisst werden. Das habe ich schon immer gesagt. Was gibt es hier Interessantes zu sehen? Auf dem Marktplatz kannst du alle möglichen Waren ansehen. Oh ja, dich nicht wieder. Wer sind die wichtigen Persönlichkeiten in der Stadt? Das würde mich auch nochmal interessieren. Wer sind die wichtigen Persönlichkeiten dieser Stadt? Die Paladiner haben das obere Viertel besetzt. Ach, mehr nicht? Das ist ja tolle, wichtige Persönlichkeit. Kannst du mir helfen? Ja, okay. Wo geht's hier wohin? Ja, liebe Bürgerin, ich setz mich mal zu dir. Ey, Gilbert, nee, wie heißt der? Cavallon, ne? Gilbert, Coragon, mach mir mal ein Bier, hallo. Mach mir mal ein Bier, bitte. Zeig mir deine Ware. Nur noch mehr. Ja, lecker Bier, das nehmen wir doch mal lecker jünger. So. So, und dann hätte ich ganz gerne mich hier an den Stuhl gesetzt. Ach ja, ja, das könnte jetzt klappen. Ja. So, Baby. Wollen wir mal zusammen einen trinken? Das ist ja schrecklich. Nee, nicht? Oh, ist ein Becher. So, jetzt würde ich ganz gerne im Inventar was öffnen, aber lässt sich nicht öffnen und ein Bierchen mit ihr trinken. Okay. Schluss mit dem Gezeter. Schluss mit der Spielerei. Wir machen mal ordentlich weiter. Würde ich mal sagen. Wie ist die Lage? Zurzeit ist es ruhig. Nur die Banditen vor der Stadt machen uns Probleme. Ja, das weiß ich doch. Alfarim hat doch irgendwelche Probleme. Wo war denn das hier? Wo sind die vermissten Leute? Aufnahme und Informationen für Gabel. Banditen in Jacks Leuchtturm. Banditenüberfälle. Steintafeln. Pflanzen für Konstantino. Lehrling in Korinus. Fälle für Ja, habe ich nicht Fälle? Ich habe Fälle. Stimmt, ich hatte ja mit dem Mika ja so ein richtig abenteuerliches Unterfangen gehabt und da sind auch uns einige Wölfe unter die Klinge gelaufen. Ich will bei dir. Ich bekomme wegen der Wolfsfälle. Wegen der Wolfsfälle. Wir hatten uns auf ein halbes Dutzend geeinigt. Aber du hast ja noch Zeit. Geh und besorg die Fälle. Glaubst du wirklich da? Yes. Halbes Dutzend. Also 6 Stück und wie viel habe ich insgesamt? 3. Toll.
Ich hab ein Vierteldutzend. Ich hab mir das schon gedacht. Ist das dull. Meinst du, mir geht es besser? Charakterprofil? 15 Lernpunkte. Hallo, wieso sagt mir das von euch gar keiner hier? So, dann können wir Geschick und Stärke oder den Einhänder erstmal trainieren. Einhänder, Einhänder. Wer trainiert mich? Einhänder, bitte, bitte, bitte. Nein, 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 nicht die aktuellen Missionen. Da setzt sich kaum ab. So, Lehrer in Korinis. So, Bossbar-Kamil, ja, ist klar. Bartek-Bogen. Karl der Schmied, Stadtwache Ruga. Im Gang mit der Armbrust unterweisen. Wolfgang, von der Stadtwache kann ich im Einhand- und Zweikampf unterweisen. Ich würde mal sagen, oder gehen wir mal in die Kaserne zu Wolfgang, damit das auch richtig gut abwulft. Oh. Lasst euch nicht von meinen blöden Sprüchen irritieren. Ich versuche ja auch nur irgendwie aber der Mensch, diese blöde Rumlauferei zu überbrücken. Obwohl, es ist so ein schönes Wetter. Übrigens, der Regen hat aufgehört bei uns hier. Ja. Sonne scheint. Ein bisschen kühl. So, Wolfgang. Bitte, bitte, bitte. Einhandunterweisung. Gucken, wie teuer das ist. So, wo liegt der Vorteil? Ach, das kann ich mal fragen, ne? Oder haben wir das schon in einer Folge gefragt? Ach, das wissen wir alle hier. Wir spielen ja nicht zum ersten Mal Gothic 2. Lass uns mit dem Training beginnen. Lass uns mit dem Training beginnen. Jawohl. Einhandwaffen, 5 Lernpoints. Das ist genau richtig. Und damit das rund ist, machen wir nochmal 5 Lernpoints. Und dann haben wir eigentlich das, was ich wollte. Nicht wahr? Genau, 10%. Einhänder, Anfänger. So, da wollen wir gleich mal für uns so ein bisschen rumtrainieren. Mit einer Nagelkeule. Okay. So, ich will mal mittrainieren hier. So, Achtung, ich gucke mir das an. Oh, die machen das schön geschmeidig hier. Bum, 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 bum. Ja. Und schön üben, Jungs. Ich werde jetzt weitermachen. Und überlegen. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels werden noch weiter verstärkt. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Wollt nur, dass du die Klappe hältst. Hey. Willst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes Pilz ist doch das Beste. Los, raus mit den Informationen. Weißt du, man trifft nicht oft jemanden, der einem ein Bier ausgibt. Du bist in Ordnung. Ja, du... Nee, okay. Ulf? Ulf ist stulf. Ist still. Ja, dann, Bartok? Ach, bring mir bäh, wie man schlägt. Ja, servus. Das ist gut. Ich glaube, ich hab noch 5 Lernpunkte. Ja, natürlich. Und an ihm könnte ich eigentlich noch mal ein bisschen schleichen lernen. Finde ich. Weil dann kann ich ja in die... Bringen wir bei, wie man schleicht. Gut. Also zuerst musst du mal darauf achten, dass du dein Gewicht richtig verlagerst. Geh am besten in die Knie und setz den Fuß immer zuerst mit der Hacke auf. Achte darauf, dass du dein Gewicht immer auf dem Fuß lässt, auf dem du stehst, bis du den anderen Fuß sicher aufgesetzt hast. An die meisten Viecher kannst du dich nicht ranschleichen, es sei denn, sie schlafen. Die Biester wittern dich nämlich. Also pass immer gut auf, wenn du draußen unterwegs bist. Irritieren lassen, ich trinke gerade im Hintergrund einen Kaffee. Ja, dann wird der Bartok... Hört ihr Bewohner von Korinis? Ah, er labert wieder. Ausdrückliche Anordnung des Ehrenwerten... Na, schleichen. Gucken wir mal. Jawohl. Hey, hallo. Schleich mich mal ran. Was schleichst du denn darum? Ja, ich schleich mal hier so. Ich,
Ich wollte nur meine Fähigkeiten ausprobieren hier, ob ich es jetzt endlich kann. Ja, ich habe ja Schleichen jetzt gelernt. Tja, wenn wir Schleichen lernen können, dann können wir auch hier gucken, ob wir was knacken können. Weil wir haben ja auch... Wir haben ja auch knackige Fähigkeiten, ne? Wo sind die denn, die knackigen? Schlösser öffnen gelernt. Aha. Und wir haben unheimlich viele Dietriche, nämlich 6. 6 Dietriche. So. Ich glaube, am Hafenviertel werden wir mal so rumschleichen, würde ich mal sagen. Erstmal gucken, ob keiner da ist, ob keiner sieht. Ah, das ist ein Drecksviertel, ist das. Widerlich. Ach, ich habe noch gar nicht mit Lema gesprochen. Hallo, Lema. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt, wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Nee, ich will kein Geld. Ich habe nämlich selber genug. Ich bin richtig reich. Guck mal, 95 Gold. Aber hier ist ein goldener Kelch. Hier ist ein Silberteller. Also das, was man zu Gold machen könnte. Aber er hat einen Blick auf mich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Ja. Gut. Schauen wir mal. Hier, hier. Mo. Ja, okay. Der ist gar nicht mehr sauer auf mich. Den Trick haben wir ja hoffentlich alle gesehen. Lares? Hey, du. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das sind doch alles nur Gerüchte. Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier, wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. Ja, ja. Ja, 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 ja. Was kannst du mir denn beibringen? Bring mir was bei. Stärke und Geschick, gut, das sollte man sich merken. Okay. Oh, wie wär's mal, wenn ich mal hier in die Bettenpinte gehe? Wie heißt das? Die rote Laterne. Ja, die ist aber nicht rot, die ist gelb. So. Hallo Nadja. Bromor. Hallo Nadja, komm du. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut, aber vorher regelst du das mit Bromor. Ich will keinen Ärger. Aha. Wieso soll ich nach oben gehen mit ihr, verstehe ich nicht. Oh, hier sitzt ja noch eine Dame. Sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Gott, was eine freche Fresse. Eine ganz freche Fresse. So, du bist also Bromor. Der Lude, der Zuhälter. Ui, ich aussehe. Ach, da unten steht ja der Text. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Gott, säuft die hier ein ab da. Hilfe. Okay, seit wann ist Lucia nicht mehr da? Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Nee. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Nee.
Nee, noch nicht. Noch nicht. Aber ich inspiziere mal eure Zimmer. Ich bin hier von dem großen Inspektions... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Aha. Ich bin von der großen Inspektion. Und möchte ganz gerne mal gucken, wer hier alles sich so rumtreibt. Hier ist Vanya. Vanya, hey Vanya. Ich bin beschäftigt. Da ist Peck. Haben wir nicht mit Peck irgendwie noch eine Aufgabe zu erledigen? Oder über Peck? Ich frage ihn einfach mal. Das ist ja interessant. Hey, was liegt an? Mann, ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Ich habe was anderes gesehen. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn das für ein Sex hier? Stehsex oder wie? Oder müssen die das erst nochmal ausdiskutieren? Nee. Mal gucken. Das Zimmerchen hier, ist das zu öffnen? Ja, es ist zu öffnen. Das ist doch klasse. Ich glaube da nicht dran. Hier ist nichts zu öffnen. Mein Mann sieht das anders. Das habe ich früher auch immer gesagt. Wieso riecht nicht hier so nach Fisch? Ich habe es selbst erlebt. Stehe ich nicht. Ach, weil hier ein Fischernetz hängt. Gut. Okay. Ja, hier ist noch eine Tür. Das war keine große Sache. Das habe ich schon gesehen, hat er gesagt. Wirklich? Und dann schauen wir mal. Kein Geheimnis mehr. Ich glaube, da ich werde mich da nicht einmischen. Hier oben drauf auch. Das darfst du keinem erzählen, was. Ah, hier was versteckt. Nein. Das ist ja schrecklich. Ach ja. Schlimme Zeiten sind das noch viel schlimmer. So, hast du eine Truhe irgendwo? Promor? Der erzähle ich gar nichts. Nee, hat er nicht. Genau deshalb wieder das Gleiche. Ja, okay, dann haben wir die rote Laterne jetzt auch mal durchsucht. Ich konnte nichts Arges feststellen. Ja, bei Halvor gibt's nur Fisch. Und, ich hol mir apropos Fisch, hol ich mir eine leckere Fischsuppe bei der, wie heißt sie gleich nochmal? Bei der Edda, richtig. Hey Edda, gib mir mal eine Suppe. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Vielen Dank. Und du bist ein Bürger. Ein Bürger, ja. Für was bürgst du denn, du Bürger? Ja, das ist ja meine Truhe. Ja, mit was fange ich an? Mit. Okay. Und dann eventuell. Ja. Oh, ein Fisch und zwei Gold. Welch erkleckliches Ergebnis. Das ist ja Eddas Raum, da kann ich ja pennen. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Gucken wir mal hier, ob es hier leer ist. Eine Kommode, Leute. Schaut mal. Was suchst du hier? Ja, ich wollte mir nur die Kommode angucken. Kluges Kerlchen. Kluges Kerlchen. Eine Transe dabei gewesen mit der Stimme. Also ich glaube, ich muss was machen. Ach ja. Also. Wenn die hier alle so aufpassen. Und ich will wissen, was in der Kommode drin ist. Das wollt ihr ja auch alle wissen. Dann werde ich mal hier eine Runde schlafen. Und zwar bis Mitternacht. Und dann... Raus aus meinem Bett! Wieso? Okay. Schauen wir mal. Schläft hier jemand? Ja, da schläft, glaube ich. Er selbst erlebt. Guck mal. Nee, ist keiner, der mich beim... Soll ich mich schläft denn da? Schläft da jemand? Eine Bürgerin. So, Leute. Die Kommode, das ist neu. Ach, wie geil. Zwei Schubladen drin. Das finde ich ja kommod. So. Ich werde mich da nicht so, was ist mit dem Gold hier? Toll. Ich habe was anderes gehört. Na, dann kann ich mal gleich die Feldrübe hier nehmen. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Guck, vielleicht kann ich auf die Rote mich stellen und die alten Münzen hier einsammeln. Ja, das kann ich auch. Psst.
macht jemand ich was nicht. Da hinten sehe ich noch was. Das war einen Apfeltabak. Keine Ahnung, sag du. Lecker, lecker, lecker. Wenn ich es nicht mit ich sehe eine Taruhe. Die wir jetzt mal versuchen zu knacken. Ich glaube da nicht dran. Ah, was könnte die Kombi sein? Nehmen wir mal. Nee, das war falsch. Das war richtig. War auch nochmal richtig. Das ist auch nochmal richtig. Und das war auch nochmal richtig. Ja gut, okay, ein Dietrich ist abgebrochen. Wieder ein Fisch und zwei Gold. Mein Gott, sind das alles arme Schlucker hier in der Hafenviertel. So, Besen. Ja, schöne Besen kehren gut. So, haben wir das auch schon mal geschafft. Schön. Gespeichert habe ich. Vielleicht sollte ich nochmal speichern. So, hier sind irgendwelche Leute am Topf. Was gibt's denn Leckeres, Karl? Karl, du bist ja der Schmied. Ja, stärker werden. So, das machen wir irgendwann mal. So. Das war keine große Sache. Gucken wir uns nochmal hier um. Oh Gott, ist das dunkel. Und wenn es dunkel ist, habe ich kaum Orientierung. Ja, schaut mal, schaut mal, schaut mal. Gibt es zwar. Schleicher, Schmiedchen, Schleicher. Mit den elastischen Beinen. Schauen wir, wie er gut was klauen kann. Ah, die Bürgerin schläft da noch. Okay, das ist eine Truhe, die ist hoffentlich nicht. Ja, die ist nicht verschlossen. Drei Pfeile. Hey, sehr schönes Ergebnis. Hier scheint irgendwas obendrauf zu sein. Da ist das noch Flavor. Das ist noch Flavor, okay. Das ist Flavor. Gucken. Voll. Wach geworden? Booty ist wach geworden. Kluges Kerlchen. Ja, danke. Mein Gott, solche hohen Hacken habe ich doch gar nicht. So, weiter geht's. Eine Nacht voller Angst. Eine Nacht voller Ignatze. Ignatz. So, Ignatz, ich natz dich jetzt mal. Um dein Hab und Gut. Schauen wir mal. Schlaf, Ignatz, schlaf. Hey, Silberkelch. Wein. Sind's der Heilung? Wasser. Einfach nur Wasser. Und eine Truhe. Aber erstmal die Sägung. Und den Hammer. Ah, ja. Ja, ja, ja. Hier liegt auch noch was. Das sind nur Schädel. Das ist nur Flavor-Deko. Alchemitisch. Buchkommode, endlich kann ich sie lesen, hoffe ich doch mal. Ah, die hatte ich schon gelesen. Okay. Ignat. Die Truhe. So. Eins. Scheiße. Drei. Shit. 1, 2. Was war denn das? Ich hab doch gar nicht auf Zufall gestellt und schon wieder 2 Gold. Das hier mit. Ja, 3 Dietriche. Okay. Okay, okay, okay. Ich geb mich geschlagen. Okay. Gut, Ignatz. Wir wollen wieder raus aus deinem Haus. Nein. Bin ich nicht im Schleichmodus mit einem Zauber. Okay. Weiter geht's durch die Nacht. Uns die Nacht etwas gebracht. Oh, jetzt liegt da jemand mit bei. Das ist ja schrecklich. So, der Le- Ich habe für so etwas keine Zeit. Gar nicht. Ich bin gar nicht. Doch, ich bin. Erzählen. Ich bin noch nicht hier gewesen. Das hätte er auch selbst. Wacholder. Lecker Fischsuppe. Ah, das ist Karl sein Haus mit seiner Frau. Komisch, die Frauen von den Männern heißen immer alle gleich.
Bürgerin. Und da haben wir auch wieder was zu klauen. Da oben ja die Flasche. Kann sogar leise hochklettern im Schleichmodus. Oh. Was suchst du hier? Ja, ist gut. Kluges Kerlchen. Okay. War doch nicht so ganz gelungen. Aber bitte schleicht mal weiter. Nee, schlaft mal weiter. Sehr gut. Speichern wir die Truhe ab. Okay. Nochmal. Na. Oh, war was anderes. Ein Dolch und 3 Goldstücke. Es gibt nur noch Steigerungsformen. Okay, was war das? Kleiderschrank. Leute, gibt sogar einen Kleiderschrank. Das ist ja wie bei Ikea hier. Jetzt? Ach, muss man auch knacken. Okay. Kleiderschrank knacken. Okay. Oh, man muss das ganz vorsichtig. Ja. Und? Okay. Oh, der hat aber eine große Kombination. Hey, geil, Omar. Was haben wir denn da alles? 27 Gold, eine Fackel und ein Verwandlungsschaf. Mäh. Das gefällt. Das gefällt. Leute. Und der macht die richtig. Also das ist ja richtig. Das ist schön. Torben die alle gemacht. Kleiderschränke. Sieht gut aus. Möbelhäuser. Das finde ich ja cool. Das ist ja klasse. Also, wir haben eine Kommode neu gesehen. Wir haben einen Kleiderschrank neu gesehen. Mal gucken, was es gibt. Was es gibt. Genau, richtig. Was es Neues gibt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes. Hängeschrank. Was gibt es noch für Schränke? Das ist mal wieder typisch. Na, ich schätze mal nicht. Ich glaube ja nicht, dass das alles Boot ist. Wasser ist und Boot hilft dir in der Not. Was ist das? Hier ist nochmal eine Kommode, ne? Das habe ich schon immer gesagt. Ein Krautstampfer und eine Kommode. Jetzt Achtung! Kuckuck! Aha. Zweite Kommode und in der obersten Schublade war mal nichts drin. Das war keine große Sache. So. Gucken wir mal hier. Oh, Fisch. Bei dieser Bürgerin hier steht eine Truhe. Was suchst du hier? Geh! Das ist ja schrecklich. Kluges Kerlchen. Ich werde mich da nicht einmischen. Okay, versuchen wir es. Die Truhe. Okay. Das ist ja schrecklich. Nichts. Ich glaube da nicht dran. Okay. Das hätte er auch selbst. Ja, die haben wir jetzt aufmachen können. Oh, da draußen ist einer. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Er arbeitet auf den ganzen. Ach ja. Gucken wir mal hier. Nee. Okay, alles gut. Ist gut. Psst. Das weiß doch inzwischen jeder. Kommt hier einer noch um die Ecke? Ah ja, hier, das ist. Das ist hier. Halvors Fischstube zur glitschigen Forelle. Unpaniert, also ohne Panade. Ach, übrigens, die Folge, die spiele ich ganz spontan jetzt völlig ohne, naja, ohne Plan eigentlich. Obwohl, so wie das aussieht, das Spontane sieht immer am besten aus. Guck mal, Helvo hat nämlich auch ein Mädchen da in seinem Bett. Ach, übrigens finde ich das richtig klasse. Hey, ein Dolch. Fisch. Na, jeder in seinem eigenen Bettchen. Oh, was ist denn das? Ein Schrank. Oh, schaut mal, es ist sogar ein, also das ist ja hier ein ganzes Möbelhaus neu gemacht worden. Euch mal das an. Das ist jetzt ein Schrank. Wir hatten eine Kommode, wir hatten einen Kleiderschrank und jetzt haben wir hier noch einen Schrank. Der auch zu knacken ist. Das ist, finde ich, jetzt doof. Und ich habe noch kaum Dietriche. Speichern.
Okay, ich probier's. Ja. Scheiße. Shit. Jetzt habe ich nichts mehr. Warte hier nichts zu suchen. Das ist gut. Ich heuer ab. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Nee, ich bin nicht so dumm, wie ich nicht aussehe. Das ist mein Ding. Ein Trank. Und ein bisschen Gold. Das hat doch echt funktioniert. Jetzt gibt's hier noch eine Truhe. Da ist sie. Also das finde ich ja klasse, dass teilweise die Leute wach werden vom Knackgeräusch. Das ist mir schon zweimal passiert. Aha. Sehr gut. Ah, sieht schlecht aus mit Dolchen, ne? Bei mir. Ja, einen habe ich noch. Einen haben wir noch. Okay, ja dann. Und außerdem graut dem Morgen schon wieder. Ja, und aufgrund der Tatsache, dass ich keine Dietriche mehr habe und so gerne weiter knacken würde, ja, dann werde ich auch eine Runde knacken jetzt und verabschiede mich für diese Folge. Und wie schon gesagt, soll ich in der Version 1.2 weiterspielen. Nicht nur, weil es da Kommoden, Schränke oder ein ganzes Ikea-Haus gibt oder Ikea-Möbel. Nein, einfach nur aus dem Grund, weil ich selber neugierig bin auf die neueste Version, die rauskommen wird. Also, und nicht vergessen, einen Daumen, einen Kommentar auf jeden Fall, beziehungsweise auf die wichtigste Frage aller Fragen, wer bin ich, was bin ich und wo gehe ich hin? In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.